Was geht YouTube? Nein, sind am Start für euch. Recht herzlich willkommen zu diesem Video, wo ich euch einfach mal ein paar Sachen zeigen werde, die euch das Leben erleichtern können, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und wir starten einfach mal mit dem Punkt, dass ihr ganz am Anfang, wenn ihr im New Game Plus seid und diese Sequenz triggert, wo ihr durchs Fenster springt, dann habt ihr direkt hinter euch hier einen Händler, mit dem ihr direkt handeln könnt. Ihr könnt da direkt eure Waffen tunen, Waffen kaufen und auch eure Spinel zum Tausch anbieten. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall im New Game Plus mal hinter euch zu schauen und nicht direkt nach vorne quasi wie gewohnt sich ins Abenteuer zu stürzen. Als nächstes hätten wir dann den ja wohl sehr bekannten Skip. Ich möchte ihn trotzdem nochmal hier erwähnen. Für die Leute, die Probleme im Dorf haben, ist der vor allem halt oder gerade halt im New Game Plus, weil er nur dort funktioniert, sehr, sehr nützlich. Das heißt, ihr könnt hier das ganze Dorf easy überspringen. Solange ihr eine Sniper mit am Start habt, dann geht ihr einfach hier in das Gebäude rein, wo ihr die Schrotflinte normal auch bekommen könnt. Geht hier quasi auf dieses Vordach und könnt dann von hier aus wunderbar diese Glocke einmal snipern und dann triggert auch direkt die Sequenz und ihr habt euch somit natürlich eine Menge Stress, Ärger und auch Munition natürlich gespart und könnt hier diesen ganzen Part im Dorf easy überspringen. Ja, jetzt vielleicht etwas, was der ein oder andere von euch noch nicht wusste, und zwar könnt ihr hier im Kapitel 2 diese Brücke kaputt schießen. Solange ihr genügend dieser Kettenglieder zerstört habt, stürzt die Brücke ein, könnt ihr natürlich auch gut nutzen, um hier Gegner zu töten. Und ja, das Ganze ist hier, wie gesagt, im Kapitel auch zu finden, wo es relativ schwer sein kann, weil sehr viele Gegner kommen. Und apropos viele Gegner, wir machen direkt weiter mit der Wasserhalle. Hier zeige ich euch auch etwas sehr Nützliches, was es auch schon so im Original gab, was ihr so im Original machen konntet. Denn ihr seht, wenn ich jetzt hier diesen Gegner snipere und hier einmal wieder aus der Wasserhalle quasi rausgehe und wieder reingehe, dann resetten sich die Gegner nicht. Das heißt, der Gegner, den ich da gerade getötet habe, der ist auch weiterhin tot. Der kommt jetzt nicht nochmal und geht mir auf den Keks. Und das können wir uns natürlich zunutze machen. Eine kleine Ausnahme bzw. Besonderheit im Gegensatz zum Original ist mir aber aufgefallen. Die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Also das heißt, ihr solltet jetzt einfach schauen, dass ihr hier möglichst viele Gegner tötet, so wie es für euch quasi entspannt ist, ohne Probleme. Und dann geht ihr hier einmal wieder zurück. Das heißt, wenn es euch zu viele Gegner werden, ihr Probleme bekommt, könnt ihr quasi einmal hier zurücklaufen. Und im Original war es jetzt so, dass die euch hier meines Erachtens zumindest nicht hinterhergelaufen sind. Hier machen sie das schon. Das heißt, ihr könnt entweder, wenn ihr damit keine Probleme habt, die jetzt hier easy abfarmen. Die kommen jetzt hier einer nach dem anderen. Kann aber dann trotzdem, ja, vielleicht ein bisschen viel werden. Und dementsprechend zeige ich euch jetzt, wie man das am besten machen sollte. Nämlich, indem ihr noch eine Tür quasi zurückrennt. Ihr landet dann quasi hier wieder in dieser Haupthalle ganz am Anfang. Das ist quasi der Beginn des Schlosses, nachdem ihr da quasi das Tor mit der Kanone ja kaputt geschossen habt. Und wenn ihr nämlich hier seid, kommen euch die Gegner nicht hinterher, also bis hierhin laufen sie nicht. Und das könnt ihr euch zunutze machen und ihr lauft dann quasi wieder zurück. Und dort stehen sie jetzt wie bestellt und nicht abgeholt, wie man so schön sagt. Und da könnt ihr euch jetzt das Ganze einfach zunutze machen. Könnt ihr jetzt hier easy ausschalten und ja, falls die sich dann wieder auf euch zubewegen sollten, dann einfach wieder durch die Tür, wieder rein und so könnt ihr das Ganze für euch nutzen, um euch das ein bisschen leichter zu machen. Ja, im Kapitel 11 fahrt ihr ja mit der Lore und hier ist das Lustige, ihr könnt einfach die Wagen, diese Loren der Gegner auch kaputt schießen, ja. Das heißt, es ist natürlich von Vorteil, wenn ihr jetzt nicht das beste Aim habt oder Probleme damit habt, hier die Gegner zu töten. Ihr müsst ja eigentlich quasi Kopftreffer landen, um die auszuschalten. Dann schießt doch einfach auf die Lore, die geht relativ schnell kaputt. Und das Ganze ist natürlich nur zu empfehlen, wenn ihr Probleme habt, den Kopf zu treffen. Aber das Lustige ist, ihr könnt das auch hier bei diesem Chainsaw Man mit der Kettensäge machen. Den seine Lore hat lustigerweise ein bisschen mehr Leben, die hält ein bisschen mehr aus, aber zu guter Letzt geht auch die kaputt. Und dementsprechend, für die, die es noch nicht wussten, ihr könnt ja auch einfach die Loren, diese Wagen kaputt schießen. Ja, das soll es wieder gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, wie immer, da war ein bisschen Input für euch dabei. Ich sag bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Nineborn, Ende.